Wir wollten heute zeigen, wie wir unseren stärksten Partner, unsere stärkste Partnerin, muss man sagen, die Natur, in Kongresse, Meetings, Seminare, Tagungen hereinholen kann. Und dafür haben wir uns heute tolle, inspirierende Ideen erarbeitet und kreiert. Heute Morgen haben wir angefangen, überhaupt mit dem, das Setting zu geben. Und vor allem, da es um die Nachhaltigkeitsstrategie ging. Und dann ist die ganze Gruppe oder die Teilnehmer sind dann in Workshops gegangen, wurden anmoderiert in verschiedenen Gruppen. Und da ging es wirklich darum, neue Veranstaltungsformate zu kreieren oder einfach mal die Ideen so sausen zu lassen, was denn so kommt. Und der Nachmittag wird ganz im Zeichen dieser gesunden Meetingkultur von morgen stehen, wo wir eben auch Kunden und Kundinnen vor Ort dabei haben, aber genauso ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen online zugeschaltet, die was wir quasi von dem gesamten Dachraum direkt hier nach Igels holen. Also ein hybrides Event entsteht nicht durch die Technik allein. Also das entsteht immer mit den Köpfen, die hinter der Technik stehen. Und wir versuchen sowohl die Online- als auch die On-Site-Teilnehmer zumindest kommunikativ auf dieselbe Ebene zu stellen. Und es ist eigentlich interessant, Erfahrungen wieder auszutauschen und auch zu sehen, wie die Partner auch die Zukunft, speziell jetzt in der Diskussion 2024, welche Möglichkeiten das alles gibt und welche Möglichkeiten auch die Natur bietet. Was ich gerne immer gemacht habe, ist so ein bisschen ein aktives Erwachen, wenn man die Möglichkeit hat, die Leute auf die Wiese rauszuholen und einfach einmal das Ganze wirken zu lassen, was an dieser Tiroler Urkraft einfach da ist. Dann merkt man, dass man eigentlich nur noch staunt und gar nicht viel denkt. Aber das ist der Prozess, wo sich etwas reguliert in einem. Man bekommt Abstand und auch die hohen Berge und das Hinunterschauen, das gibt einem das Gefühl, einen Überblick zu bekommen. Und da gibt es auch ganz viele Erklärungsansätze dafür. Ja? Zum Beispiel, dass wir einfach uns verbunden fühlen mit etwas Größerem, was über uns selbst hinausgeht. Und das ist was wir dann nicht nur mit unserer Umgebung fühlen, sondern eben auch mit anderen Menschen. Wir können schneller regenerieren, ja, also gerade den Stressgurt bewältigen. Und dadurch sind wir dann auch wieder motiviert, dann nachher in den Austausch zu gehen. Und unsere Aufmerksamkeit wird positiv beeinflusst, dass wir eben auch mehr Chancen ergreifen, mehr um uns herum wahrnehmen, wie wenn wir so in diesem Stresstunnelblick sind, wo wir im Alltag oft alle zwischendrin mal reingeraten. Ja, ich muss sagen, sensationeller Event. Also ich bin dankbar, dass ich in so einer traumhaften Kulisse teilnehmen habe dürfen. Also man hat so viel mitnehmen können, wie man tatsächlich Wohlbefinden mit der Natur alles in Einklang bringt, plus einfach innovative neue Ansätze, aber back to the roots, aber über den Tellerrand drüber. Also Gratulation, es war wirklich ein Traum.